Wir sind Ricky, Friede, Pini und wir nehmen euch mit in unsere Elternzeit. Nach dem nicht so ganz erfolgreichen Tag heute, dieser ganzen Waschaie, das habe ich mir erheblich kürzer vorgestellt. Waschen mussten wir aber ja trotzdem heute. Sind wir jetzt nur auf dem Weg zum Fiat 500 und werden jetzt noch mal entweder nach Freus oder nach St. Raphael fahren, um dort Abendbrot essen zu gehen. Das ist zumindest der Plan. Ich bin gespannt, wie das jetzt hinhaut. Die anderen zwei laufen nach vorne. Gibt es noch ein paar Schritte. Und dann gucken wir mal, was wir uns als Menü heute reinziehen und wann wir hier wieder nach Hause kommen. St. Raphael ist nicht so weit weg, das sind nur 15 Minuten und Freus ist ja nur hier die Stadt runter. 10 Minuten, 5 Minuten, irgend sowas. Jo, das ist eigentlich schon das, was jetzt noch passieren wird. Ob das heute klappt mit der Orangina? Nehmen wir zwei. Drückst du die Daumen? Ja. Zwei mehr?
Zwei Maranchina. Was nehme ich denn? Hm? Ein Bier. Was gibt's als Essens? Da muss die Mama bestimmt ihre Setzungs-App rausholen. Oder? Na. Dann Cheeseburger Black, Angus Beef, Steak. Cheeseburger the Beef. Oh, das ist schwarz, okay. Ja, das andere ist Angus Beef. Und unten drunter ist Wolfsbarsch, gebratene Zitrus-Basilikum-Butter, Kabeljau-Filet, rote Thunfisch-Teriyaki, Tataki mit Sesam, Nudeln und Gemüse, wilde Garnelen und Jakobsmuschel-Risotto mit Trüffel. Kannst du auch selber mal lesen. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. So, also du nimmst den Salat. Ja. Die Frage, was wir der Pepita jetzt geben. Und hier unten gibt es noch geschnetzeltes Steak oder Chicken Nuggets und paniertes Fischfilet, Tagesmenü und Pommes. Ein Pfand für die Kinder. Pepita, komm mal her. Kindermenü, ja. Es gibt ein Kindermenü, ja, es gibt keine Pizza. Wir müssen ein Kindermenü mit Nuggets. Fritten, da hast du ja Glück hier. Sagen wir mal, Fritten also drin sind. Es gibt und entweder geschnetzeltes Steak oder. Ja, ich weiß, die Orangina für dich. Oder Chicken Nuggets oder paniertes Fischfilet und dann gibt es Tagesgemüse / Pommes. Mama, ich mach das schon mal auf. Ja, dann kriegt ihr das Gemüse mit Pommes, oder? Mom. Merci. Ja, Chicken Nuggets und dann, das ist Legumes. Das ist Gemüse und Fritten. Das ist und Gemüse, Fritten. Genau. Soll ich dir helfen? Gepina? Soll ich dir helfen, lieber? Amor. Mein Schatz, was gab's denn bei dir jetzt? Weißt du noch, wie das heißt? Orangino. Orangino? Ich hab gar keine Ahnung mehr, wie das schmeckt. Ich hab das schon wieder vergessen. Super. Weiß die Mama noch, wie es schmeckt? Ja. Bin ich der Einzige, der nicht mehr weiß, wie es schmeckt. So. Die Kamera muss wegnehmen. Das geht gar nicht. Die Kamera ist das Wichtigste von allen. Ist er zu uns gekommen? Nee. Die Regie muss warten, bis die Kamera läuft beim Anstoßen. Guck. Ist sie drauf? Da? 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 Ja. Guck, ja. Grüß dich schon. Genau, ich hast so ein volleres Glas als ich. Die hat noch nichts getrunken. Willst du auch noch was anstoßen? Was ist das? Da, hier. Wieso hast du das nicht in dein Glas? Ich will da nicht das Glas einsauen. Komm. Der Papa da trinkt gerne aus der Flasche. Ich habe schon lange nicht mehr getrunken. Haben wir früher ganz viel getrunken. Wieso trinkst du nur so langsam? Das wäre was für den Max. Von YouTube. Ist auch ein schöner Strand hier. Die Frage ist nur, ob die was findet. Aber da kann die Pepina sich mal ein bisschen was abgucken. Vielleicht wird sie minimal geduldiger. Die Kulisse ist zumindest schon mal klasse. Darf ich in die Möhren reinbeißen? Hast du dein Essen schon gekriegt, mein Schatz? Ja. Oh, das ist ja cool. Das sieht wirklich klasse aus. Ich klaue dir jetzt die Chicken Nuggets alle weg. Nein, das sind meine und ihr dürft keine. Wir dürfen keine? Oh. Hast du wohl Hunger schon? Und das ohne Ketchup? Ja. Na dann, lass das mal schmecken, mein Schatz. Ich bin ja auf dem Video nichts mehr übrig. Ah, Möhre. Mm. Bist du Bugs Bunny? Hä?
Bugs Bunny. Ich will Möhren haben. Möhren haben. Wieso fehlt die Milch? Ich will gucken, dass du wie ein ordentliches Kind isst. Komm, hör auf, rumzualbern. Ist. Ah, da bist du glücklich, hä? Zweimal Pommes an einem Tag. Konzentriert sich nur auf die Kamera. Pepina, guck nicht in die Kamera und hör auf, komm zu Affen. Le dos de cabillo. Merci. Oh Mama, bon appétit. Merci. Oh Mama, sieht lecker aus. Ja, und wow. Schmeckt halt auch lecker. Gegessen hat? Und? Was sagt dein Caesars Magen, Gesicht, Augen? Ich hoffe mal, dass dein Dressing heute das ist, was dazu sagt. Hä? Das ist übrigens mein Essen. Kabeljaufilet. Nein. Gefällt mir sehr gut. Mmh, Chicken Nugget. Oh. Hast du Spielplatz entdeckt oder was? Ist der Strand dein Spielplatz geworden? Ich mach mir eine Musik an. Nix, aus. Das muss er noch ein bisschen üben. Ich sag euch mal eins, schafft euch keine Kinder an. Gerade noch gefragt, ob das Kind auf Toilette muss. Nein, 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 ich halte es noch aus bis nach Hause. Sind wir 150 Meter gelaufen. Papa, ich muss pullern. Das zum Thema Kinder und Toilette. Sehr cool gemacht. Naja, Kinder eben. Da fragt mich die Rigi doch gerade eben, ob ich noch einen Burger vertragen kann. Ob du die, wirklich noch einen Burger vertragen kannst? Ob ich wirklich noch einen Burger vertragen kann, weil wir ja gerade am Goldenen M vorbei sind. Du drückst die Nacht. Ja, wer drückt hier wen? Ah, hier gibt es noch einen Eisstand für den Papa. Mm. Naja, mal gucken, was es hier noch für mich gibt. Vielleicht fahren wir einfach nach Hause und ich esse dann zu Hause noch was. Auf jeden Fall bin ich nicht satt geworden. Wir haben übrigens bezahlt 79 Euro plus 10 Euro Trinkgeld, also 11 Euro Trinkgeld. Das Essen war in Ordnung. Mir hat es persönlich sehr gut geschmeckt. Es war ein bisschen wenig in meiner Portion. Ich habe aber zum Glück noch einen Salat und einen Salat abbekommen. Also einen Salat von der Pepina und ein Mini-Stück Salat von der Friederike. Und naja, ich habe noch sowas für einen hohen Zahn, sagt man dazu. Und vielleicht gibt es ja noch was für mich und ja.
In der Zwischenzeit laufen wir hier noch mal ein bisschen rum in San Rafael bei Abend. Es ist jetzt knapp, oder ist schon 22 Uhr? 22.04 Uhr. Und so sieht es aus. Wie in Urlaubsgebieten halt. Und leuchtend einladend für Touris. Aber es ist noch nicht ganz so viel los. Wobei man zum Sonntagabend sagen kann, naja, ein paar Leute sind auf jeden Fall schon unterwegs. Little Italy. Da haben wir bestimmt günstiger weggekommen. Schätze ich mal. Da reibt was. Da sind wir auf der Kaimauer. Mit Blick in den Hafen bei Nacht. Oh, das ist bestimmt ganz sehr verpixelt alles hier. Aber hier ist auch sie mal auf der Mauer. Berlin ist ein Stück weg hier. Mailand, 200 Kilometer. Das schafft man einen Sprung. Shopping.de. Papa? Ja? Ich weiß, dass dieses Ding das dort ist. Dieser Leuchtturm ist der Leuchtturm. Ja. Leuchtet der auch grün hier auf dem Bild? Nein. Oh, ich glaube, das ist er nicht. Siehst du da eine grüne Lampe? Hier oben. Da oben ist eine grüne Lampe? Da sehe ich keine. Das war unser Abend in San Rafael. Wie fandet ihr zwei das? Super? Ich fand es auch super. Essen hätte ein bisschen mehr sein können oder etwas günstiger. Aber ja, an die neuen Preise müssen wir uns wohl alle ein bisschen gewöhnen. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause. Hier geht es schon ins Parkhaus rein. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Geld wir jetzt hier löhnen müssen. Warte nicht so schnell. Ich muss erstmal Geld rausholen. Du drückst Deutsch? Mama hat schon Deutsch gedrückt. Möhre. Darf ich die Karte reinstecken? Kannst du gleich machen. So. Hier kommt das Ticket rein. Da. Hier. So? Ja, tu es rein. So, 9,30 Euro. Na gut, das ist auch nicht ganz günstig. Ich würde jetzt ein bisschen hier. Mama muss mal kurz die Kamera rein. Ja, du kannst es reintun. So, das Geld kommt dort unten rein, in den Geldleser dort. Ja, mach das oder mach das nicht, was ist denn los? Aber Bettina, du schiebst es bestimmt dort in, das falsche, in die falsche Öffnung. Guck mal. Hier richtig ran. Da, hier richtig rein. Guck hin. Was für eine Karte? Ja. Oder mit dem. Ja, das war das Falsche. So ist das, wenn man kein Französisch kann. So, nimmst du das nochmal hin? Gut, wartest du aber kurz? Machst du nicht so schnell. Müssen wir jetzt nochmal warten. Na, was sagt der Schrittzähler? 11.400. Mhm. Was sind wir? Ja, klar. Was ist deins? Wer ist heute mehr gelaufen? Was ist dein? Ich habe zur Laundry meins nicht mitgenommen. Achso, okay.
Das kann natürlich sein. Hier kommt die Karte rein. Da kommt die Karte rein, genau. Du musst rein. Aber nicht so schnick. Du musst auch reinschieben. Mensch. Warte. Wir brauchen noch eine Quittung. Hammer. Dann steckst du sie unten rein. Pepina, guck mal, hier ist eine Öffnung. Da, guck hin. Ach nee, warte mal, machen wir hier rein. Hat funktioniert, warte. Erst kommt das Restgeld. Nimm das Restgeld raus. Ich dann die Karte raus, die nehme ich. Und dann kommt noch die Quittung. Los, Quittung raus. Dass wir hinterher auch wissen, was wir hier an Kohle ausgegeben haben. Warte. Das gibst du der Mama. Quittung gibst du mir ins Geld. So, was haben wir jetzt bezahlt? 9,30 €. Wir müssen noch eins runter, oder? Ja. Wo geht's runter? Geht's hier runter? Da war nur ein Fahrstuhl. Was nur mit Fahrstuhl? Da war nur ein Fahrstuhl. Na los, dann lass uns hier runterlaufen einfach. Wo ist ein Treppenhaus? Ja. Ich sehe nur gemalte Bilder. Graffitis. Welches Graffiti findest du toll? Ich finde das. Ja, das finde ich auch toll. Finde ich ziemlich cool. Was bist denn du jetzt, unsere Sängerin? Ach, das komische Parkhaus. Schon wie das letzte. Das letzte war auch so komisch. Merkt ihr, es geht schon los. Es wird schon problematisch zu wissen, wo man 3 Tage vorher war. Mensch, du kannst auch mal ein bisschen mitmachen, wenn du 2 gesunde Hände hast. Ja, genau so. Bist du nämlich alleine. So, und ich dachte, unser Auto steht. Hier? Wo sind wir denn reingekommen? Da drüben sind wir da reingekommen, oder? Lass uns mal hier rumlaufen. Dort hinten steht er, guck, da. Der ist zumindest schon mal da noch und das ist gut. Autos, die da sind, sind immer gut. Nun ja, Freunde des YouTubes, wir verabschieden uns mal. Und wir geben uns mal auf die Heimreise. Ich glaube nicht, dass ich da noch was erzählen werde. Weil jetzt steht nur noch Duschen an. Und Nachspeise. Mal sehen, was es im Wohnmobil gibt. Also, macht's gut. Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Reise weitergeht, abonniert unseren Kanal.